Warst du jetzt müde? Nein, das ist der sogenannte Restlauf. Der ist dafür da, dass eben jetzt niemand hier dazwischen steht. Deswegen gibt es auch diese Anschlagsleiste hier. Ne, wenn man die jetzt drücken würde, fährt das Tor wieder auf. Okay. Das ist alles zusätzliche Sicherheit und es gibt auch noch eine Laserschranke, die siehst du dort. Die ist hier. Ja. Ne? Genau. Jetzt ist das Tor aber zu und die Warnleuchte muss auch gehen. Egal. Fangen wir an. Jetzt geht's los. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Felkner Sicherheitstechnik. Mein Name ist Albrecht Felkner und im heutigen Video möchte ich euch gerne mal etwas zeigen über das Thema, oder möchte ich euch was sagen über das Thema Salto-Zutrittskontrolle. Als Identmedium gibt es den klassischen Schlüssel, der sogenannte Kombi-Schlüssel. Da hat man im vorderen Bereich eben den mechanischen Schlüssel, falls man auch irgendwelche mechanischen Türen bedienen muss. Und dann im Schlüsselkopf ist der Chip drin, der die Zutrittskontrolle bedient. Das typische Identmedium ist dieser Schlüsselanhänger. Da ist der Chip hier drin. Weitere Möglichkeiten wären die ISO-Karte, die kennt ihr aus dem Hotel, also die aussieht wie eine EC-Karte, die genauso die Tür öffnet. Oder es gibt auch Armbänder, die man zum Beispiel schon mal gesehen hat, wenn man zum Beispiel mal in den Wellnessbereich gegangen ist oder mal in einem Freizeitbad war. Da sind dann solche Armbänder, da ist dann in dem Armband der Chip. Ist dort auch ganz sinnvoll, damit man es eben beim Baden gehen nicht verliert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, damit ihr das mal seht. Wir haben als erstes hier am Tor einen Wandleser verbaut. Dieser Wandleser hat aber zwei Funktionen. Einerseits steuert er das Tor an und auf der anderen Seite macht er ein Update. Das kann man jetzt auch sehen, wenn er mal rankommt. Wenn ich jetzt hier ranhalte, blinkt er erst blau und dann grün. Das blaue Blinken ist dafür da, dass er im Grunde mit der Datenbank, die auf dem Server gespeichert ist, ein Update fährt. Er holt sich also von dem Schlüssel, von meinem Chip sozusagen, die Daten runter und spielt mir neue drauf. Hat den Vorteil, wenn meine Sekretärin zum Beispiel jetzt gesagt hat, der Albrecht, der darf heute auch in den Serverraum, was ich normalerweise nicht darf, dann könnte ich jetzt schon mit meinem Schlüssel in den Serverraum, müsste jetzt nicht irgendwie zu einem Programmiergerät oder so gehen, sondern dieser Updater ist das Programmiergerät. Das gleiche gilt für verlorene Schlüssel. Wenn jemand seinen Schlüssel verloren hat, wird mir hier schon draufgespielt, dass derjenige den Schlüssel verloren hat und jede Tür, die ich jetzt ablaufe, kriegt von meinem Schlüssel diese Information, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren. Wenn man also mit seinem Chip nicht einmal in diesen 14 Tagen an diesem Update-Punkt vorbeiläuft, dann wird dieser Chip automatisch aus der Software als verloren ausprogrammiert. Hat eben für uns den Vorteil, nicht jeder Mitarbeiter meldet sich vielleicht bei uns und sagt, ich habe meinen Chip verloren. Ist dem Mitarbeiter vielleicht noch nicht mal aufgefallen? Das ist uns egal, weil der Chip nach 14 Tagen ohne Update eh aus der Software rausfällt. Für uns eine tolle Sache. Das Ganze heißt übrigens Salto virtuelles Netzwerk. Virtuell deswegen, weil ich habe diese Wandleser, die sind fest verkabelt. Dort habe ich eine Steuereinheit dahinter. Die steuert jetzt in dem Fall hier das elektrische Tor an. Das ist ja aufgegangen, als ich den Chip davor gehalten habe. Und die ist aber verbunden mit dem Server, mit dem klassischen Netzwerk und holt Informationen und schreibt die auf den Chip, den Schlüssel oder was auch immer. Die anderen Komponenten, die wir jetzt gleich hier bedienen, sind sogenannte Offline-Komponenten. Das ist kein Kabel zu irgendeinem Server oder irgendwas, die sind Standalone Offline. Die bekommen ihre Informationen durch diese virale Verbreitung über diese Updater. Ich habe jetzt dort drauf geschrieben, was weiß ich habe wieder eine neue Mediengültigkeit, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren, das kriege ich ja alles gar nicht mit. Der blinkt blau und dann ist das hier drauf. Bloß jetzt nehme ich diesen Schlüssel und schließe jetzt die Tür auf. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen nämlich jetzt zu mir ins Büro. Halte ich hier davor, er blinkt grün und ich kann ihn aufdrehen. Zack, und die Tür ist offen. Wunderbar. Hier haben wir eine Tür mit beidseitigem Lesekopf. Beidseitiger Lesekopf. Ich kann also auch von innen, ich kann einmal hier drehen, ihr seht das, wenn ich jetzt hier drehe, passiert aber nichts, es bewegt sich nichts, weil auch die Innenseite genauso wie die Außenseite nur funktioniert, wenn ich den richtigen Chip davor halte. Und jetzt kann ich hier natürlich auch schließen, weil ich den Chip präsentiert habe. Warum haben wir das hier gemacht? Mit beidseitig, der Klassiker ist ja fester Innenknauf, auf der Innenseite also ein Knauf, den ich immer bedienen kann, auf der Außenseite die digitale Zutrittskontrolle. Wir haben hier eine beidseitige Variante gewählt, weil wir hier eine Glasscheibe haben und wir möchten einfach nicht, dass jemand die Glasscheibe einschlägt und dann mit der Hand reingreift und den Knauf aufdreht. Das würde hier nämlich nie funktionieren. Wenn ich jetzt ist er ausgekuppelt, wenn ich jetzt an dem Knauf drehe, ihr seht, es passiert nichts, kaum kuppel ich ein, blinkt der grün, ich drehe und die Tür ist offen. Genau das wollten wir hier.
Aber genau das, was ich gerade gesagt habe, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren. Das habe ich jetzt unter Umständen diesem Zylinder beigebracht. Sprich, jetzt findet jemand Herrn Müller seinen Chip, geht jetzt zu dieser Tür, würde dieser Chip schon nicht mehr funktionieren. Weil ich dieser Tür jetzt gesagt habe, ohne dass ein Kabel an der Tür ist, dass der Herr Müller seinen Chip verloren hat. Und das ist das virtuelle Netzwerk, was absolut genial ist, weil ich eben nicht mit einem Programmiergerät durch eine riesengroße Firma rennen muss und muss sagen, ah, hier die Tür und der Herr Müller hat seinen Chip verloren, sondern die Mitarbeiter und das tägliche, der tägliche Gebrauch dieser Komponenten verteilt diese Information viral. Ein kleiner Hinweis dazu, wenn es Türen gibt, die sehr, sehr speziell sind, also IT-Serverraum, Personalbüro, Gelddepot, ich weiß ja nicht, was ihr so für Räume in euren Büros habt, dann solltet ihr dort schon nochmal mit dem Programmiergerät hingehen, weil die virale Verbreitung hat einen kleinen Nachteil. Ihr wisst nicht hundertprozentig, wann kommt der nächste Mitarbeiter mal zu dieser Tür. Das muss euch klar sein, das ist eigentlich alles. Wir gehen weiter, damit ihr das seht. Wir haben auch die Möglichkeit, die vordere Tür zum Beispiel zu bedienen. Wir können ja mal hingehen. Hier wieder das Gleiche, doppelseitig, weil Glaseinsatz, haben wir auch hier wieder von der Außenseite und von der Innenseite eine Lesefläche. Ich würde trotzdem sagen, komm mal kurz mit raus. Weil hier kann man auch mal die Kombination von MyFair-Transpondern oder von diesem Chip generell mal zeigen. Wir haben hier nämlich eine Mehrfachfunktion von diesem Chip. Ich ziehe die Tür mal zu, damit die auch zu ist. Jetzt ist sie zu. Wir haben hier zum Beispiel einen Wandlaser verbaut von der Firma Telenot, der unsere Alarmanlage bedient. Das heißt, ich kann also mit diesem Chip auch die Alarmanlage scharf oder unscharf schalten, kann die also auch für Fremdsysteme einsetzen. Wir haben teilweise Kunden, die setzen diese Chips für Kopierer ein, für Kaffeemaschinen, die Universitäten für Abrechnung von Studenten in der Mensa, wo die ja Essen mitkaufen. Und wir haben hier ein, was zum Beispiel noch programmiert, wenn ich meinen Chip hier nur kurz dran halte, dann geht der Türöffner an und ich kann die Tür einfach so aufdrücken. Das ist einfach für den Komfort eine schöne Sache und das mache ich alles mit dem gleichen Chip. Jetzt gehen wir aber hoch zu mir ins Büro, weil meine Bürotür hat auch noch mal was ganz Spezielles, nämlich einen Türbeschlag. So, hier haben wir jetzt mal den Türbeschlag. Dieser Türbeschlag ist in der Hinsicht speziell, dass wir in der Decke verbaut eine Updaterbox haben. Das heißt, dieser Türbeschlag steht per Funk mit dieser Box in Verbindung. Und wie wir gerade den Wandlaser gesehen haben, ist auch dieser Türbeschlag ein Updater. Ist jetzt in dem Falle kein Wandlaser, der fest verkabelt ist, sondern dieser Türbeschlag ist Standalone und über eine spezielle Funkstrecke steht er in Verbindung mit einer Box, die hier in der Zwischendecke verbaut ist. Diese Box ist wieder mit Kabel an den Server angeschlossen. Aber der Beschlag selber kommuniziert per Funk. Und wenn ich meinen Chip jetzt hier davor halte, dann wird auch ein Update gefahren. Das heißt, es wird jetzt genau das gleiche gemacht wie an dem Wandlaser. Die Daten werden von meinem Chip runtergeholt und es kommen neue Daten wieder auf den Chip drauf. Also wenn jetzt irgendwelche Änderungen zum Beispiel erfolgt wären, dann sind die jetzt schon wieder hier drauf. Genau. Ja, hier haben wir mal einen Beschlag. Ich zeige ihn nochmal schön. Von der Außenseite haben wir das Lesefeld. Ne? Wenn ich jetzt ist es ausgekuppelt, wenn ich jetzt die Klinke betätige, man sieht das, passiert hier nichts. Ne? Also es passiert nichts, sie ist einfach tot, geht in beide Richtungen tot. Wenn ich den Chip davor halte, blinkt der grün, jetzt ist er eingekuppelt und jetzt geht er auch auf. Und weil es das Chefbüro ist und natürlich meine Mitarbeiter hier das Recht haben, auch selber reinzukommen, also nicht bloß ich schließe hier, sondern zum Beispiel auch meine Sekretärin oder meine Personalchefin, die können also hier einen Chip auch hier präsentieren. Aber wenn ich mal eine Besprechung habe, wo ich nicht gestört werden möchte, habe ich hier einen kleinen Punkt, da drücke ich drauf. Und jetzt ist der Beschlag in dem sogenannten Bitte-nicht-stören-Funktion, kennt man aus dem Hotel, ihr geht in euer Hotelzimmer, drückt das zu und wisst, die Putzfrau zum Beispiel kann jetzt früh nie um 9 bei euch reinkommen, weil ihr noch schlafen wollt. Hier in dem Fall nutzen wir es mal. Ich habe eine Besprechung, möchte nicht, dass meine Sekretärin mich stört. Sie könnte jetzt draußen ihren Chip präsentieren, würde aber nie reinkommen, eben weil die Bitte-nicht-stören-Funktion an ist. Es gibt aber eben auch Chips. Wir haben zum Beispiel diesen hier. Der überschreibt die sogenannte Bitte-nicht-stören-Funktion. Das ist eine Software-Einstellung. Ich kann jedem Ident-Medium sagen, darf er die überschreiben oder darf er die nie überschreiben. Der hier zum Beispiel schon. Im Hotel zum Beispiel hat meistens der GM, also der Chef des Hotels, einen Chip, wo er bitte nicht Störenfunktionen überschreiben kann. Warum? Sagen wir mal, ihr habt das gedrückt und jetzt ist euch was passiert. Also ihr seid ohnmächtig geworden. Dann muss euch ja jemand helfen. Die Putzfrau oder jeder andere könnte diese bitte nicht Störenfunktion nicht überschreiben. Sprich, die Tür bleibt zu. Dann kommt der GM mit seinem Chip, hält den davor und kann trotzdem rein.
Die Bitte nicht stören-Funktion geht übrigens raus, sobald ich einmal die Klinke betätige. Ihr seht das, ist sie wieder draußen. Also jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wird, muss ich sie praktisch wieder neu aktivieren. Damit ist auch sichergestellt, dass ich es nie aus Versehen vergesse. Genau. Ja, ich denke, ich setze mich noch mal ganz kurz hin, um vielleicht noch mal drei Sachen, vier Sachen zu erklären. Das ganze Thema Salto Systems, das geht so weit, dass ich auch Schränke übrigens damit verschließen kann. Also es gibt auch Schrankverschlüsse, es gibt Spindverschlüsse, es gibt Vorhangschlösser, wenn man einen Schuppen hat oder einen Anhänger hat oder was auch immer, wo man sagt, da möchte man auch mit Zutrittskontrolle arbeiten. Also im Grunde genommen kann man eigentlich jegliche Situation mit den Salto Systems Komponenten absichern. Chips gibt es so viele, wie man braucht. Gibt es unterschiedliche Leseverfahren. MyFair, Legic, HID fällt mir da sofort ein. Der Standard ist bei uns MyFair Deathfire, mit dem wir eigentlich am liebsten zusammenarbeiten. Da werden die Beschläge dementsprechend ausgeliefert, die Türzylinder dementsprechend ausgeliefert. Ja. Die Komponenten sind alle mittlerweile auch Bluetooth-ready. Das heißt also auch, dass wir auch mit dem Handy arbeiten könnten. Da gibt es dann eine kleine App, das ist die Just-In-App. Das heißt, ich kann auch über diese App Türen öffnen, indem ich einfach per Bluetooth mit der Tür kommuniziere. Das ist eine schöne Funktionalität. Im täglichen Gebrauch empfehle ich euch das nicht, weil wir immer über eine gewisse Zeit reden. Ich muss immer in die App, ich muss meine richtige Tür auswählen, muss dann sagen, Tür öffnen. Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir diese klassischen Schlüsselanhänger oder eben ISO-Karten oder je nachdem, was ihr möchtet. Solltet ihr bereits Chips im Umlauf haben, also ihr habt vielleicht schon einen Chip, mit dem ihr die Alarmanlage bedient, ihr habt schon einen Chip, mit dem ihr den Kopierer bedient, auch kein Problem, einfach einen dieser Chips uns zur Verfügung stellen. Wir lesen aus, was ist denn das für eine Technologie, die in dem Chip verbaut ist, und versuchen dann, mit 97% Wahrscheinlichkeit wird das auch klappen, das Zutrittskontrollsystem so zu konfigurieren, dass ihr diese Bestandschips, die schon im Umlauf sind, weiter nutzen könnt und eben zusätzlich jetzt damit noch die Türen betätigt. Was ich in dem anderen Video schon mal gesagt habe, ich sage es aber der Vollständigkeit halber hier nochmal, wir haben jetzt das ganze Thema Verlust mal geklärt. Was natürlich auch funktioniert, ist die gesamte Zeitsteuerung. Deswegen nennt man es ja Zutrittskontrolle. Heißt, ich kann Chips programmieren, die schließen nur montags zwischen 7 und 9 Uhr und nur an der und der und der Tür. Oder die schließen am Feiertag wie Christi Himmelfahrt oder am Weihnachtsfeiertag nicht. All diese Sachen lassen sich frei hinterlegen. Pro Chip einzeln konfigurierbar, also es kann eingeben, der gibt immer. Und der Chip vom Hausmeister geht aber nur Montag bis Freitag zwischen 7 und 16 Uhr. Damit ist sichergestellt, dass er nicht außerhalb der Geschäftszeit in die Büroräume kommt. Des Weiteren werden alle Zutrittsprotokolle in den einzelnen Komponenten abgelegt. Das heißt, ich habe immer so 20.000 bis 40.000 Einträge. Wer war als letztes in dieser Tür? Wer hat die Tür als letztes bedient? Mit Datum, Uhrzeit und welcher Chip? Die ich auslesen kann. Habe ich dieses virtuelle Netzwerk, habe ich den Vorteil, dass eben diese Chips, diese Informationen über diese Update-Laser wieder zurück ins System spielen und ich im Grunde genommen nicht unbedingt zur Tür rennen muss und sagen muss mit dem Programmiergerät, wer war da als letztes drin, sondern habe über die Chips diese ständige Kommunikation eben mit dem Zutrittskontrollsystem. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Salto, wir sind Salto Premium Plus Partner, das heißt, das ist die höchste Stufe, die man bei Salto als Partner erreichen kann. Wir haben über 100, 200 Kunden, die Salto-Systeme im Einsatz haben. Also wir haben weit über 10.000 Türen mit Salto ausgestattet, einige Hotels, aber eben wie auch gesagt auch Studentenwohnheime bis hin zum Privatnutzer über Büroeinheiten. Also es ist alles dabei. Wir machen das Ganze jetzt seit, muss ich kurz überlegen, seit knapp 20 Jahren, ein bisschen länger sogar als 20 Jahre, haben wir die Sachen von Salto im Einsatz und können sagen, sehr, sehr verlässliches Produkt, wenig Ausfälle. Natürlich gibt es bei Elektronik auch immer mal Sachen, die eben passieren können. Die Komponenten übrigens, die Standalone-Komponenten, sind alle mit Standardbatterien versorgt. Der Beschlag zum Beispiel hat normale AAA-Batterien. Die Zylinder haben CR2 oder CR2450-Batterien, also auf jeden Fall Knopfzellbatterien, die man also auch selber wechseln kann. Die Batteriestandzeit ist sehr ordentlich mit mindestens 150.000 Schließungen. Sollte im Normalfall für 4 bis 5 Jahre reichen.
Wenn die Batterie runtergeht, melden sich diese Türen oder Beschläge auch vorher, indem sie nicht sofort, wie wir es gesehen haben, grün leuchten, wenn man den Chip davor hält, sondern erst 3-4 Mal gelb leuchten und dann erst grün. Das ist für euch das Zeichen da draußen, die Batterie wird niedrig, ich muss sie wechseln. Solltet ihr das verpassen, auch da hat Salto dran gedacht, ist das kein Problem, können wir als Fachhändler oder wenn ihr die Technik besitzt, auch ihr von außen den Zylinder oder den Beschlag bestromen. Heißt noch nicht, dass man übrigens reinkommt, man gibt nur Energie auf den Beschlag oder den Zylinder, dann muss man immer noch den richtigen Chip davor halten und dann würde die Tür aufgehen und dann könnte man die Batterie auch wechseln, wenn er komplett tot ist. Summa summarum, tolle Investition. Wir reden übrigens, dass man auch da mal so ein preisliches Verhältnis hat, bei einer Tür ungefähr von 450 Euro pro Tür sollte man so als Guideline nehmen. Bei den Update-Punkten gehen wir ungefähr von 1000 Euro pro Update-Punkt aus, alleine wegen der gesamten Steuereinheit, die noch dahinter hängt, die das Update eben ermöglicht. Es ist eine höhere Investition als eine klassische mechanische Schließanlage. Die Features, die dazukommen, sind, glaube ich, klar in dem Video jetzt eigentlich relativ deutlich geworden, was man alles damit machen kann und was da und auch wie zukunftssicher das ist, weil nochmal, mechanische Schließanlage, ihr kauft was Schönes und 3 Wochen nach der Installation verliert irgendjemand den Schlüssel, dann haben wir das Problem, müssen wir normalerweise die Schließanlage wieder wechseln. Das umgeht ihr bei einem digitalen Zutrittskontrollsystem, weil einfach dieser verlorene Chip als verloren gekennzeichnet wird und das Leben geht einfach weiter. Also die erste Version ist höher, langfristig gesehen rechnen sich diese Zutrittskontrollsysteme eigentlich immer und vom Komfort mal ganz zu schweigen. Schön ist auch bei Zutrittskontrolle, dass ihr euch eben nie Gedanken machen müsst, wo entwickelt ihr euch mal hin. Ihr seid jetzt zum Beispiel ein Startup, ihr habt jetzt 3 Büros mit 3 Türen und fangt mal an mit einer Zutrittskontrolle. Das könnt ihr machen. Mit einer Mechanik würdet ihr sagen, die 3 Büros bitte mit Schließzylindern ausstatten, also klassisch mit Schlüssel ausstatten. Und dann ist der nächste Punkt, aber ihr zieht um und ihr geht in ein nächstgrößeres Büro mit 20 Zimmern. Jetzt braucht ihr für mal 20 Zylinder, dann müsst ihr eine neue Schließanlage kaufen. Wir werden diese Anlage von 3 Zylindern auf 20 Zylindern nicht erweitern können, die klassische mechanische. Digital schon. Ihr könnt mit 3 Beschlägen anfangen und irgendwann sind es 3000. Das ist kein Problem, weil das alles eben digital aufgebaut ist und man jederzeit eben dadurch die Möglichkeit hat, zu wachsen und Veränderungen herbeizuführen. Sehr umfangreiches Video, denke ich. Wenn euch diese ganze Sache interessiert, also ihr seid interessiert an der Salto Systems Schließanlage, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir an vertrieb@felkner.de, schreibt hier unter das Video, schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder besucht uns in den Ladengeschäften in Dresden und in Freital. Wir würden uns riesig freuen, euch beraten zu dürfen. Wir würden zu euch kommen, würden euch das Ganze nochmal vorstellen, gucken auch, ob ist das Richtige für euch, weil es gibt auch andere Zutrittskontrollsysteme von anderen Herstellern und dann werden wir weitersehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Über ein Kanalabo natürlich genauso. Dann verpasst ihr auch in Zukunft nicht weitere tolle Videos, die noch kommen werden. Und ansonsten bleibt sicher, verliert euren Schlüssel nie. Und wenn, dann bitte lieber sowas verlieren. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.